Maxi-Chaotik schwärmt. Ja, sie schwärmt. Von was schwärmt sie denn? Sie schwärmt von Sims 3. Keine Chance. Erst einmal muss sie das Ganze hier überleben. Aber was haben sie gemacht? Sie haben begonnen, eine Falle zu bauen. Eine neue Falle. Und sie haben Angst, dass der Spinosaurus einfach über die Mauer klettern wird. Denn sie haben keine Ahnung, was sie da tun. Werden sie diese Falle noch fertigstellen können? Oder kommt der Spinosaurus einfach mal vorbei? Bleibt einfach dran. Also ein kleines Steintor. Cool. Naja, also, das Spiel ist schon, will den schon ein bisschen verarschen, oder? Wie ist denn das Große? Es gibt, glaube ich, kein Großes. Also ich habe eigentlich bei kleinem Steintor hier unten so, also so in der Höhe hier, mit etwas breiter noch auseinander, dass man ein größeres Tor einbauen kann, das wäre für mich vielleicht ein kleines Steintor. Oder sagen wir mal eins, was über zwei Felder geht. Aber nicht das. Aber ich find's trotzdem geil. So, ich suche jetzt mal noch Sachen für so eine Wand, dass ich noch so ein paar Wände setzen kann. Die sind gut. Dann schaue ich mal direkt, ob ich jetzt auch diese Tür, hier Tür, Stein, ich brauche noch 30 Stein. Mit dem Stein kann ich ganz schön nerven. Überall braucht man Stein. Ein Mausloch, ein Mausloch. Da kommen Mäuse raus. Oder gehen sie da rein? Ich weiß gar nicht, es ist jetzt eine einseitige und eine zweiseitige Tür. Also ich denke eher, dass sie zweiseitig ist. Ein großes verstärktes Holztor. Ich nehme es einfach mal mit und schau mal, wenn ich das einsetze. Wie das aussehen wird. Ach, jetzt ist das noch kaputt gegangen. Bin ja mal gespannt, was da jetzt draus wird. Also gehen wir wieder hier rein, dann habe ich hier dieses Tor, das legen wir auf das hier, das haben wir mal weg. Brauche ich gerade nicht. Es reicht sogar, ich habe ein Tor. Oh, Wahnsinn. Und das kann man öffnen, durchgehen und schließen. Also muss es auf jeden Fall offen sein. Jemand muss hier rein, sich opfern. Mir fehlen zwei Stroh. Und der andere muss es schließen. Mir fehlen jetzt tatsächlich zwei Stroh. Mit der Spitzhacke gegen Baum hast du jede Menge von. Ich kann mich nicht bewegen, weil ich zu schwer bin. Ich habe so viel Stein gesammelt für diese Riesenwand. Bring mir bitte zwei Stroh. Wo bist du gerade? Keine Ahnung, mit einem Busch. Sie ist im Busch. ich schmeiß einfach mal irgendwas raus. Ich bin ja nur 150 bist Kilo du irgendwo zu schwer. Hochgelaufen? Ja, ich bin halt auf der kleinen Insel immer oben. Ja, ich gehe jetzt auch gerade mal hier oben lang, aber hier. Da, ich sehe deinen Namen. Ich sehe deinen Namen. Oh. Jetzt sehe ich dich. Ich weiß gar nicht, ob du es dann aufnehmen kannst. Keine Ahnung. Das hier ist Stroh. Ich schaue es einfach mal hier raus. Das sind 7 Stück. Ah, danke. Dann kann ich wenigstens so eine Wand herstellen, ey. Ich schaue auch noch ein bisschen Stein. Ich weiß gar nicht, wie viel es diese Wand kostet. Jede Menge, ne? Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Wie viel zu schwer bin ich denn jetzt? Dann hau die Wand raus, wenn sie fertig hast. Dann nehme ich sie mit. Weil die ist bestimmt auch schwer. Ja, aber es hat nicht gereicht. Immer noch nicht. Dann hau noch was raus. Ich habe noch ein bisschen Platz. Die wiegt 16 Kilo. Warte. Ja? Stein. Stein? Und man braucht halt dafür sehr viel Stein. Und deswegen habe ich sehr viel Stein gesammelt. Kannst du jetzt dich wieder bewegen? Ja, aber jetzt habe ich halt keinen Stein mehr. Aber da wirst du Kacke hinterlassen. Ja. Und trotzdem bin ich noch fast zu schwer. Also Stein habe ich jetzt jede Menge. Ich brauche noch Holz und Stroh. Jetzt brauche ich auch wieder Stein. Jetzt habe ich wieder dasselbe Dilemma. Mann! Nicht mit der Faust.
Wiegt der Dino auf der Schulter auch etwas? Ist der Dino jetzt echt so schwer, aber der ist auch so süß. Genau, Jo, Let's Play. So ungefähr ist geplant. Also vom Prinzip her eigentlich ist geplant, dort rein zu fliegen, auf der anderen Seite rauszufliegen und das Dino muss da rein. So ungefähr. Ob es klappt, weiß ich noch nicht. Vielleicht laufen wir auch. Wir werden es sehen. Ich hätte gar nicht rein, ich hab's hier unten reingeschoben. Jetzt schieben wir die hier hin. Oh, ich brauch Wasser. Und ich habe noch ein bisschen Platz. Und kann jetzt direkt nochmal schauen. Ich brauche hier noch Stein, jede Menge. Scheibenkleister. Stroh. Scheibenkleister. Ist angegriffen? Scheibenkleister. Wo bist du? Bist du zurückgelaufen, oder? Nee, ich habe erst... Ach, ich sehe dich gerade. Ich habe erst was zu trinken gebraucht, damit ich nicht verdurste. Und dann kamen noch die Kombis von hinten. Brauchst du noch Hilfe? Also, die rennen von mir weg. Okay. Du hast Maxi Chaotic angegriffen. So. Wer ist tot? Gut, danke. Jetzt esse ich noch was. Und liegt unter Wasser. Aber der Dino auf der Schulter ist so süß. Aber dann weißt du schon, dass der extra Gewicht braucht. Da hat. Mann, das Vieh wiegt 8 Kilo. Ist doch ein Kombi. Kann man die zähmen? Das dauert. Geh weg. Weil dieser Benommenheitsstatus bei denen, der geht ruckzuck weg. Ach so. Ich habe keine Narkobären. Stimmt, das geht echt schnell weg. Erstmal wieder etwas Fleisch essen. Und dann werden wir wieder versuchen, weitere Steinmauern herzustellen. Dazu brauche ich noch etwas Stroh und weiterhin Stein. Halt 160 Stein brauche ich in Summe. So, ich hatte... Och. Auch so eine Wand, genau. Kombi, weg mit dir. Hat er dich jetzt wieder angegriffen? Ich noch dachte, einer. Weg. Die sind alle von dir weggerannt wahrscheinlich, ne? Sehe ich so furchtbar aus? Vielleicht furchterregend, weil du so stark bist. Weil ich diese komische Rüstung anhab. Das ist kein Wunder, dass alle wegrennen. Ja. So, noch 12. Stein. Genau die 12 und es war noch etwas Stroh. Hier ist im Baum Stroh. So, es gibt auch Otter. Das sind sehr wahrscheinlich dann Tiere, die irgendwie im Wasser leben, vermute ich. Stimmt, die Bären sind auch schwer. Taschendieb. Ach, Rüstung. Ja, stimmt, Rüstung macht auch Gewicht. Es kann sein, dass die Chitin-Rüstung natürlich auch noch ein bisschen mehr wiegt. Ach so, stimmt. Aber damit hält sie ein bisschen was aus, ne? Hält mehr aus als die anderen Rüstungen. Deswegen auch auf Gewicht setzen. Ja, hab ich doch. Das weißt du jetzt, ja? Ich hab schon ganz viel auf Gewicht gesetzt. Ah, hier fehlt wirklich, hier fehlt Fundament. Mist. Da fehlt halt eins. Kann ich es auf der Seite platzieren? Ich platziere einfach mal die Mauer hier hin. Liegt ein Toto-Dodo. Und die Mauer hier hin. Jetzt kann man hier vielleicht einzelne Mauern hochsetzen oder habe ich jetzt hier völlig falsch gesetzt? Oder muss ich das Ding hier hinsetzen? Geht das jetzt trotzdem noch auf? Geht auf. Nee, wir spielen das Privatpotato. Es gibt hier niemand anderen außer uns. Genau, also kurz gesagt, ja, dieser Surfer läuft auf dem gleichen PC, auf dem ich spiele. Dich kriege ich, du. Warte, du. Na, warte, du. Rennst du weg? Folge so. Sonst könnten wir uns hier nicht so sorgenfrei bewegen und bauen und machen, was wir wollen. Deswegen, wir wollten das PvP nicht. Wir wollten hier wirklich ein bisschen das genießen. Vor allem, weil wir eigentlich keine Ahnung von dem Spiel haben. Das merkt man auch daran, dass immer wieder neue Tipps aus dem Chat kommen und wir denken, Schockschwere, no, das wusste ich noch gar nicht. Ja, oben fehlt jetzt halt was, da müssten wir dann noch was draufsetzen. Ich brauche noch eine Sünde, auf hier Stein und ein bisschen Stroh. Stroh haben wir schnell, 20 Stück brauche ich da, hab ich. Und jetzt noch ein bisschen Stein. Ja, du kennst das zu Genüge, ne? Mit Hand?
Da kann das schon ganz schön anstrengend sein, dieses PvP. Oh, hier drüben kam was runter. Aber eine, du kannst da auch immer so gut fluchen, Potato. Ich habe noch eine große Mauer. Ich versuche die mal dahin zu setzen. Ich renne gerade quer, fällt ein. Ich auch, weil ich zu der Lootbox hier drüben will. Und jetzt sehe ich mal, ob das geht, wie ich es mir geplant habe. Nein, das Fundament fehlt tatsächlich hier. Was? Falsch das hier gedrückt. Da kam gerade ein Piranha. Ach so. Ich war zu tief im Wasser, aber ich will zu der Lootbox, aber die ist hier drüben. Dann musst du außen rumlaufen. Ja, die ist im Wasser. Ach so. Ich laufe da schon außen rum. Ungünstig. Ich hoffe mal, die ist jetzt hier nicht allzu im tiefen Wasser weiter. Nee, es geht sogar. Was ist denn hier drin? Hier kann man dich auch mal entsorgen. Rohes Fleisch, okay, so. Ich habe mich entsorgt, das ist eine ehemalige Leiche von mir. Oh, hier ist noch ein Dodo. Da war... Und noch ein bisschen Fleisch. Fundament. Und Holzsachen drin. Hier ist noch ein Dodo. Oh. Nein, geh weg, komm her. Meinst du mich? Ah, oh, dieser blöde Piranha, der ist mir bis auf den Strand gefolgt, ey. Ein Strandpiranha. Piranha Teil 5. Mann. Sie kommen auch an Land. Ich gehe weiter mal bis auf Gewicht und werde erstmal zum Wasser gehen. Ich habe zwar einen Wasserschlauch. Aber ich gehe trotzdem hier runter. Drück auch mal die 9, dann ist er wahrscheinlich wieder voll, genau. Hinter der Falle gibt es manchmal Otter. Hier taucht auch gerade so ein Loot-Drop auf, bei uns. Bei mir war jetzt nur Holzzeug drin, also jetzt nicht so. Hallo, Pteranodon. Ist so ein Fremder, so. Inventar öffnen. Gerade Fisch bekommen. Oh Gott. Was denn? Die allererste Rüstung ist da drin. Ich lasse es mal drin liegen. So, jetzt möchte ich wieder diese riesige Steinwand machen. Mir fehlt natürlich Stein und Stroh. Also ich werde mich jetzt erst nochmal um das Fundament kümmern und hoffentlich kann dieses Fundament noch dorthin setzen. Fundament, das hier ist das Fundament. Ich brauche noch etwas... Hier vorne läuft schon wieder so eine Ente, die ist auch immer so aggressiv. Stein... Immer voll auf Mann. Otter im Wasser. Hinter der Falle gibt es manchmal Otter im Wasser, also hier. Meinst du das? Ist noch kaputt gegangen. Ich will doch nur den Stein hier. Was Wasserstein. Da haben wir etwas Stein. Reicht das schon für das Fundament? Steinfundament. Sehr schön. So. Jetzt brauche ich Holz. Das schieben wir hier hin. Und dann hoffe ich, dass ich dieses eine Stück Fundament hier noch setzen kann, weil sonst noch mein Problem. Ich habe jetzt einfach mal was gesetzt und es hat funktioniert. Die eine Wandseite ist fertig. Seht euch das an. Deine Wände gehen ein Stück höher. Na, weil unten drunter noch das andere ist. Ja, hier, ich zeig's euch nochmal. Unten drunter hier zum Durchrennen. Und deswegen ist das Stück höher. Das tun wir auf, ne? Ja, lass das auf. Aber wir können ja oben da noch was draufsetzen, noch eine andere Wand. Ja, wir sollten hier oben vielleicht auch ein Loch lassen. Falls wir die Tür nicht treffen, können wir drüber fliegen. Oder wie auch immer. Klettert er dann nicht drüber? Ich dachte, wir setzen noch eine Decke drauf. Eine Decke würde ich auch drauf setzen, aber wo ist ein Loch? Also wie ein Schlitz. Wo man durchfliegen kann. Da will ich auch vorher testen, ob ich durchfliegen kann. Eine Werkbank haben wir schon. Ich glaube, irgendwelche Metallsachen hat sie auch schon hergestellt, ne? Also Werkbank habe ich, da habe ich ja auch die Chitin hergestellt.
Die Chitinrüstung. Wahrscheinlich kann ich auch schon wieder eine ganz andere Rüstung herstellen. Weil ich habe hier schon jede Menge, aber alles nicht genommen. Also ich könnte wahrscheinlich auch schon mal bessere Waffen herstellen, wie das Schwert. Oder auch einfach mal bessere Sachen zum Abbauen. Metallspitzhacke, Metallaxt, also könnte ich theoretisch alles mal in der Werkbank produzieren, aber bisher arbeiten wir wie Neandertaler noch mit dem ersten Werkzeug. Da direkt mal eine kurze Frage. Wenn man Metallwerkzeug nimmt, gibt es dann mehr Stein aus so einem Steinklotz? Und auch mehr Holz aus einem Baum? Wäre mal ein Versuch wert. Also ich denke mal, ihr wisst es bestimmt. Ihr könnt mir die Frage sicherlich beantworten. Ich laufe mal zurück zur Werkbank. Mach das. Ich habe hier Metall, aber ich will es nicht wegschmeißen. Metall kannst du immer in diesen Schmelzofen legen, der drin steht, neben dem Mörser. Ich muss dann mal irgendwas noch in die Kiste legen. So, Metall, ne? Wir wollen Metall haben. Hier kann man Rohre herstellen. Nee. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Stein. Gewächshaus, Metall, Navigation, Nebenhand, Rüstung, sonstiges, Strukturen, Sättel, Waffen. Warum bin ich denn immer noch zu schwer? Nahkampf, Schusswaffen. Zählen die auch zum Nahkampf? Ja, die zählen auch hier. Holz, Leder, Metallbarren. Ich habe hier Leder. Ich habe hier Holz. Und keine Metallbarren mehr. Die müsste man noch holen. Ich kann mich gar nicht bewegen, obwohl ich eigentlich nicht so schwer. Hier muss ich genau an der Grenze bin. Metallbarren. Hier liegt noch Metall drin. Ich lege noch weiteres Metall rein und dann dazu. Das funktioniert nicht. Leg noch das Holz rein und entzünden das Gerät, damit hier noch ein paar Metallbarren entstehen. Dann legen wir Metallbarren schon mal hier rüber. Und dann gehen wir Waffen auf Nahkampf und dann kann ich mir eine Spitzhacke herstellen. Ich habe noch eine zweite hergestellt, da kannst du auch gerne mal eine mitnehmen, wenn du das willst. Mhm. Ich brauche mal noch Stein, damit ich noch diese Wand herstellen kann. Willkommen zurück, Evo. Hallo. Wie weit musstest du laufen, wenn du so K.O. bist? Oder wie viel war es? Das ist die andere Frage. Wie war das mit dieser? Ich brauche eine Treppe. Ich baue jetzt mal eine Treppe. Einfach mal eine Steintreppe. 30 Holz, 60 Stein und 20 Stroh. So, kann ich jetzt diese Wand herstellen? So. Da hinten die Falle, die nimmt langsam Kontur an. So, jetzt bringe ich die Wand erstmal. Komm, kleiner Taschen. Straßen und 8 Etagen hoch und runter. Das ist ordentlich. Ja. Das stimmt. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Da haben wir schon mal ein bisschen gesammelt. Stein und 2 Stroh noch. 2 Stroh kriege ich auch noch. Die du mir von uns gegeben hast? Das ist von 7. Ach so. So, Stroh habe ich. Jetzt haben wir noch ein bisschen Stein. Das ist doch auch noch was hier, ne? Stein, reicht das schon? Ja, das reicht für die Treppe. Ich versuche jetzt mal eine Treppe vor die Eingangstür zu setzen. Dass wir vielleicht doch einfach mal ins Haus reinlaufen können. Wir sollten dann hier drüben noch vielleicht noch Fackeln hinstellen, oder? Dass wir dann da drin noch was sehen. Meinst du jetzt in der Falle, ne? Ja. Es gibt ja Wandfackeln. Die können wir da vielleicht nutzen. Ja, genau. Wenn ich das platzieren will, sollte ich natürlich davor stehen. Jetzt versuchen wir mal hier die Treppe zu platzieren. So, nehmen wir das. Flugsaurier. Eine Steintreppe vor einer Strohhütte. Ist doch geil, oder? Aber jetzt funktioniert das. Wir können hier rein. Und ich renne gegen die Tür. Nee, ich will es nicht löschen. Ich wisch mal hier rein. Denn hier sind ein bisschen ein paar Metallbarren. Genau. Oh, ich muss trinken wieder. Das mache ich auch einfach mal. Das steht ja da rechts. Und essen muss ich auch bald wieder. So, ein bisschen was gefuttert.
So, jetzt schaffe ich erstmal ein bisschen was in der Kiste hier Werkbank. Vorne. Bank? Hast du dir das genommen? Nee, ich liegt immer noch hier. Du warst noch nicht wieder hier, ne? Nee, aber jetzt komme ich mal. Ich gucke mir jetzt mal die Steintreppe an, vor unsere Strohhütte. Genau, mach das. Ich erstelle mir gerade noch eine Spitzhacke. Hast du den Evo und so einen Bronto schon gezeigt? Weil es hier noch ein Zaun als Gelände und dann kommen wir da gar nicht mehr rein. Außerdem wollen wir runterfallen. Genau, der Bronto. Da. So ging der Stream heute los. Ich habe mir gedacht, ich schieße einfach mal auf den Bronto los und der kam dann hinter mir her. Aber er ist glücklicherweise nicht so schnell gewesen und da haben wir uns meinen Bronto gezähmt. Ach so, für die Treppe links und rechts ein Geländer. Sowas geht? Ach Mann. Gibt's das auch aus Stein? Zaunfundament aus Stein. Steinpfeiler, Zaunpfahl aus Stein. Steinfalterrahmen. Schräges Dach. Treppe aus Stein. Hier gibt es ein Steingeländer, aber ich glaube nicht, dass es für die Treppe geeignet ist. Ich weiß es nicht. Ein Steingeländer, das Menschen vor dem Herunterfallen bewahrt. Jetzt wechseln wir einfach mal. Ich wechsle jetzt hier dahin und hier dahin. So. Und dann muss ich jetzt nur noch hier... Oh, die glänzt. Wenn wir die Axt angucken. Oh, geil. Pass auf, ich hau zu. Hau zu. Na komm, mein kleiner Taschendieb. Also setzen wir auf jeden Fall oben hin auf jeden Fall noch ein Stück Mauer dann, ne? Machst du weiter die großen Mauern? Ja. Dann kümmere ich mich mal um die kleinen, dass ich die sammle. Obwohl ich keine Ohren mit großen machen. Was bringt da nichts, wenn wir jetzt... kleine Mauern herstellen, dann habe ich mein Inventar voll, ne? Die mache ich auch mit. Ich mache mit den großen Mauern mit. Weil da brauchen wir so viel Zeug. Es regnet schon wieder. Ja. Na, uns ist erstmal wichtig, diese Falle hier fertigzustellen. Das ist erstmal unser Ziel. Stein aus dem Wasser. Wasserstein. Oh. Ja komm, ich treff dich. Jetzt geh mal raus, war es kalt. So. Hier brauche ich noch Holz und Stroh. Das gibt's am besten natürlich bei Bäumen. Mist. Menno, jetzt ist der Flugsaurier weggeflogen. Hätte es soll nicht sein. Eine Mauer kann ich produzieren. Denk dran, aber so gibt es Piranhas, die einem bis auf den Strand folgen. Aha. Bis auf den Strand, das ist eine neue Folge? Ja. Ich habe viel zu viel Holz. Ich brauche gar kein Holz mehr. Ich brauche jetzt nur noch Stroh und Stein. Das Stroh... Das reicht schon aus, denn es braucht jede Menge Stein. Ja, ich auch. Ja, mit der Axt hole ich Stein, weil man mit der Axt aus Stein mehr Stein bekommt. So habe ich das gelernt. Wenn man mit der Spitzhacke auf Stein haut, wird mehr Feuerstein als Stein. Und ich brauche ja Stein. Ich würde auch lieber mit der Steinaxt draufhauen, das macht für mich auch mehr Sinn. Ich sehe gerade glücklicherweise kein Piranha. Ich gehe einfach mal auf die andere Seite. Genau, Evo, das habe ich mir auch gedacht. Für mich ist die Axt für Holz und die Spitzhacke für Stein. Aber das Spiel will es, was jetzt hier... Guck, ich habe jetzt heute 91 Stein bekommen. Wenn ich jetzt mal auf die Spitzhacke wechsle, wie viel Feuerstein entsteht. Und wie wenig Stein. Also das ist nicht mal gelogen, das ist wirklich so. Völlig sinnfrei aus meiner Sicht. Aber das Spiel will es so... Daher machen wir das so. Genau.
Daher bin ich immer glücklich, wenn es jemanden gibt, der das Spiel kennt und uns solche Hinweise auch gibt. Sonst würde das nämlich noch viel, viel länger dauern. Dann hätten wir nämlich jede Menge Feuersteine und eigentlich nichts anderes. Das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ich bekomme jetzt auch mehr Metall. Durch diese Metallwaffen. Da kann man auch schneller dann wieder was... Ich habe mal zwei große Wände platziert. Dann, wie sieht's aus? Hunger. Der Hunger überkommt mich wieder. Nochmal eine Ladung auf Gewicht. Reicht das aus? Ja, das reicht aus. War sogar zu viel. Die Flinte. Gibt's bestimmt auch Betäubungsmunition, oder? Habe ich jetzt so viel geladen? Ich brauche nur Stein, nichts anderes. Ich brauche auch Stein. Den Rest habe ich alles. Hallo, du Schöne. Hallo, du Schöne. Ich habe einen Haufen Holz. Ich springe. Platsch. So, das schmeiße ich jetzt einfach mal hier vor die Tür. In der Bahn tanzen ist doch schön. Oh, da ist ein Dilophosaurus. Oh, den kann ich bestimmt mit der Axt haben. Aber da gibt's ja viel Schlimmeres. Der will nicht zu mir? So ein bisschen tanzen ist doch toll. Der will immer noch nicht zu mir, okay. Kein Problem mit, wenn er nicht zu mir will. Wenn man so überlegt, warum soll denn immer alles peinlich sein? Nur weil es nicht der Norm entspricht? Genau. Guck mal, wenn unsere Kleine irgendwo tanzt, finden es alle total süß. Genau. Wenn die Kleine tanzt, super süß. Tanzt der Papa daneben? Oh, ist das peinlich. Ja. Was ist so ein Vater einbinde. Will ich nicht haben. Ja. Und auch im Thema Peinlichkeit. Also wir waren heute auch draußen. Es waren ja so 23, 24 Grad. Und ich laufe mit einem langen Mantel. Und Stiefeln durch die Gegend. Lange Hose. Alle gucken sie. Kinder sagen, oh, der hat ja einen Rock an. Die Eltern korrigieren auf Mantel. Ist mir nicht peinlich, ist mir völlig egal. Zwischendurch mal was trinken, die Stimme ölen. Damit ich auch immer weiterreden. Oh. War der falsche Stoff. Oh. Ich habe wieder zwei Wände platziert. Hast du gut gemacht. Aber wieder nur Stein. Immer noch Probleme mit dem Gewicht. Ich brauche schon wieder Stroh. Wie viel kannst du denn überhaupt gesamt? 330. Na gut, ich bin bei 440. Ein kleines bisschen. Ja, dafür hast du andere Dinge schon gelevelt. Ja, jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen, weil ich zu schwer bin. Du hast bestimmt bei Bewegungsgeschwindigkeit schon mehr als ich. Stein. So, kommen wieder eine Wand. Stroh. Ich brauche Stroh. Ich habe wieder ein bisschen Stein und das reicht sogar aus. Jetzt brauche ich Holz. Kriege ich das Holz auch gleich von hier drüben? Es wird schon wieder dunkel. Schon wieder ein Tag vorbei. Ein Wüstenbewohner. Ja, man soll doch tragen, was man will. Also das ist... Ja. Jedem selbst überlassen. Weil, also die meisten kennen mich ja jetzt schon mal so ein bisschen, ne? Also, man sieht mich hier selten mit Farbe sitzen. Wenn man es so nimmt, oder? Also, es ist... Schwarz ist halt doch sehr dominant bei mir. Schwarz ist bunt genug. Ja. Ich trage so lange Schwarz, bis etwas Dunkleres erfunden wurde. Oder was es da noch so für Sprüche gibt.
Schwarz macht schlank. Und mich macht's krank. Muss ich wieder essen? Nein, ich hatte einen Rock an, mit Totenköpfen drauf. Jetzt gehen wir mal. Ich könnte weiter auf Gewicht. Ich muss auf Gewicht, sonst schwarz. Überladen. Ich bin jetzt gerade auch wieder völlig überladen. Ich habe so wahrscheinlich wieder viel zu viel Holz, Feuerstein. Das hier können wir alles mal direkt aufteilen. Hier die Bären. Ja, die essen wir jetzt einfach mal. Ein bisschen Gewicht weg. Dann können wir noch ein bisschen was rausschmeißen. Jede Menge Leder. Ja, Metall. Ich muss Metall loswerden. Ich glaube, ich habe jetzt auch mal ein bisschen Holz raus. Und gehe jetzt mal zurück und werde mal ein bisschen Metall wieder los. So, ich habe noch 3 Wände. Platziere ich erstmal. Ich finde es schön, dass es jetzt wieder langsam etwas wärmer wird. Kann man auch mal wieder ein Kleid oder einen Rock anziehen. Das hätte sie aber doch die ganze Zeit schon mal machen können. Ist ja süß, da liegt ein Toter. Eine Tote. Ist ja süß, da liegt ein Toter.